Und hallo YouTube und willkommen zu einer auf Let's Play Dark Souls 3. Wir stehen vor den Toren der Kirche von Filianor, der Church of Filianor, vor den Wächtern der Prinzessin. Wir müssen gegen die Speere der Kirche kämpfen. Und ihr merkt schon. Ich glaube, das sagt er gerade, weil ich schon mal halt auf der anderen Seite der Tür als Boss gewartet habe, weil ich ja schon mal Teil der Kirche von Filianor war. Und ihr merkt schon, man will uns nicht hier haben, aber das hält uns natürlich nicht auf. Der Drache kommt und holt sich die Prinzessin. Ja, ein interessanter Boss, nicht unbedingt der stärkste. Es ist halt sehr unterschiedlich, wie stark dieser Boss ist. Dieser Boss kann sehr, sehr mächtig sein. Und der Riese, wie sie jetzt immer noch beschwört, halt den Gegner dann. Und dieser Boss kann eben sehr, sehr schwierig sein, wenn man gegen einen starken Gegner kommt. Oder sehr, sehr einfach, wenn man gegen einen Leichengegner kommt. Und natürlich, wie es dazu gehört, beschwört halt der Boss auch noch Minions mit, die halt so ein bisschen nerven. Und das ist schon mal auf jeden Fall ein echter Spieler. Okay, da bin ich reingerollt. Diese kleinen Minions sind ziemlich nervig. Also die machen es eigentlich fast. Die können den Bosskampf sehr nervig machen, weil man die nebenbei besiegen muss. Und ich habe gesagt, dieser Boss ist so ein gewisser Hit or Miss, wenn du gegen einen guten Gegner ankommst und also wenn du gegen einen kämpfen musst, der weiß, was er macht, sehr, sehr schwierig. Wenn du gegen einen kämpfst, der nicht so viel Ahnung hat, wie er es machen soll, ja, nicht so schwierig. Ja, dann geht es eigentlich ziemlich gut. Die Taktik für den Kampf ist eigentlich optimal, wenn man. Der Gegner kann ja nicht heilen. Das heißt, es ist ein PvP-Kampf, wo man selbst Estus hat und der Gegner hat keinen Estus zur Verfügung. Das heißt, man kann da eigentlich einen Ausdauerkampf sehr leicht draus machen. Also wir können eigentlich reingehen und sagen, Ausdauerkampf, wir kämpfen mit unseren Estus gegen den. Unfreundlich, unfreundlich. Wir haben mal eine Ember rein. Also, das ist eigentlich ein ziemlicher Ausdauerkampf. Man muss gucken, dass man nicht von den Minions, die der beschwört, halt überwältigt wird. Man kann den übrigens auch töten. Lohnt sich aber nicht, weil der macht eh nichts. Also den kann man auch aggron, aber das lohnt sich halt. Das lohnt sich halt gar nicht. Okay.
ist wie gesagt ein gewisser Ausdauerkampf. Weil er kann nicht heilen, wir schon. Nervig ist, dass er die Dinger hat. Und dass er sich durch alles gerade durchpoist. Den kann man, das Schwert kann man auch nicht kontern. Und der Typ weiß genau, dass er diesen Minion wieder bekommt. Die dann einfach nochmal zusätzlich nervig sind. Beziehungsweise die, glaube ich, können den schon heilen. Die sind halt maßgeblich nervig. Und unterstützen den halt so ziemlich. Fuck. Ah, das war's. Mir wurden zu viel gestaggert. Ja, die Kleinen sind nervig. Vor allem der Typ hat's. Der Typ hat halt ziemlich viel Poise gehabt und dadurch uns halt weggepoist sozusagen. Es ist ein PvP-Battle. Ihr habt ja gesehen, in der Folge davor, wo wir den Auftrag bei She-Ra abgegeben haben, haben wir auch keinen PvP-Kampf gehabt. Da ging es eigentlich ganz gut. Ich war gerade so ein bisschen drauf, dass wir mal einen Gegner haben, den ich parryen könnte, weil im PvP lohnt sich das ja. Wie ihr wisst, also deshalb. Genau deshalb haben wir das Ding hier. Zack. Weil ein gut gezielter Parry kann da schon viel ausmachen. Problematisch ist es halt, wenn halt viele von den Kleinen, also wenn halt die Kleinen oft spawnen und den halt heilen. Optimal ist es, wenn man, das war zum Beispiel nicht optimal, dass wir so runtergefallen sind, wenn man dafür sorgt, dass die Kleinen halt immer schön tot bleiben. So, wir lassen jetzt den mal kurz sich aufführen. Genau, mach du da hinten nur. Wir gehen mal derweil Bosskampf machen. Ja, die eigentlich Bossfolge nach Bossfolge, jetzt haben wir gerade eben mit dir den optionalen Boss getötet. Dann sind wir schon beim nächsten. Das ist auch so ein Boss übrigens, der durch Koop exorbitant viel einfacher wird, weil wenn man hier zu zweit im Raum steht, ist das halt kein Problem mehr. Okay. Ich habe vielleicht schon gesagt, dass das Katana ziemlich stark ist. Ihr merkt warum. Und ich bin nicht so geübt mit dem Speer. Aber ich will das Outfit eigentlich nicht kaputt machen, dadurch, dass wir eine andere Waffe verwenden. Aber wir sollten es vielleicht, weil ich mit dem Ding halt im PvP nicht so sonderlich bin. Ich wollte halt diesen Gag haben mit, jetzt sind wir der Drache.
Wir könnten natürlich einfach Waffe wechseln. Ich glaube, es ist das Beste, wenn ich Waffe wechsle. Vor allem, wir haben relativ viel Equip-Load. Wir bleiben der Drache, aber ich werde definitiv die Waffe wechseln. War zwar eine nette Idee, mit der bin ich einfach nicht so gut. Ich würde sagen, als Starer, Second Up. Wo ist denn die Frage? Nobleheart oder Karthus oder Crowquills? Tendiere zum Nobleheart. Und nicht die Cestus, sondern. Wo ist denn das Ding? Fast Shit. Sehr schön. So, jetzt bin ich ein bisschen besser ausgerüstet. Also das ist so die Bewaffnung, die ich normalerweise für PvP hätte. Ist vielleicht besser als den Speer, den ich halt wirklich nicht so gewohnt bin. Weil das ist auch sowas, egal wie gut in Dark Souls deine Waffe ist, wenn du sie nicht gewohnt bist, also wenn du nicht weißt, wie die Waffe wirklich funktioniert, was du mit ihr zu machen hast, wie die zu einzusetzen ist, dann bringt dir halt die beste Waffe in Dark Souls nichts. Und die Tatsache, dass uns das Ding immer noch trifft, wenn es wirklich hart auf Arc kommen sollte, dann verlieren wir zwei Estus, dann würde ich mir die Dinger upgraden. So. Fast schon ein bisschen nervig ist, dass wir uns jedes Mal dessen Dialog anhören müssen. Ich glaube nicht, dass der Bosskampf anders ist, weil ich schon mal ein Spear of Filianor war. Dürfen wir nochmal unter seinen Rock gucken. Da haben wir so ein blödes Wurfding drin. Okay. Scheint gerade ein bisschen zu dauern, bis der nächste Spieler kommt. Das ist wieder der gleiche Katana-Dude. Fucking hell, macht der Schaden. Das hat Gott sei Dank nicht so viel Reichweite. Oh mein Gott, der Stunlock gerade. Ich konnte nicht wegrollen. Okay, damit endet diese Folge von Let's Play Dark Souls 3. Und so nett diese Drachenidee ja war,
Drache können wir nach dieser PvP-Runde sein, denn ich glaube, in der nächsten Folge werdet ihr meine richtige PvP-Ausrüstung sehen. Und ich sage tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dark Souls 3, wenn wir kein Drache mehr sind, sondern PvP-Artco. Bis dann, tschüss.